Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Ich hoffe, euch allen geht das gut. Also heute habe ich mir gedacht, basteln wir zusammen eine Swing Card. Viele von euch kennen diese Art von Karten bestimmt schon, aber ja, die fehlt halt noch in meiner Sammlung hier. Und dann habe ich mir gedacht, basteln wir die heute mal gemeinsam. Wenn man die öffnet, dann, voilà, klappt die so auf. Die ist mega einfach. Die sieht gar nicht so einfach aus, aber die ist wirklich super schnell gemacht und auch für Anfänger hervorragend geeignet. Und wenn ihr Lust habt, diese Karte mit mir zu basteln, dann bleibt dran. Los geht's. Für unsere Karte brauchen wir ein Stück Papier. Ich habe hier ein 240 Gramm Papier von Faltkarten mit den Maßen 20 cm mal 13 cm, ein Bastelmesser, ein Lineal und ein Bleistift, um gleich Markierungen zu setzen, und ein Radiergummi, um die Markierung nachher wieder zu entfernen. Wir starten jetzt mit den Markierungen, und zwar an der langen Seite. Denkt daran, dass ihr nicht zu doll drauf drückt. Wir müssen das alles wieder ausradieren. Ich mache jetzt hier mal eine Ausnahme, damit ihr das auch erkennen könnt. Also, wir setzen jetzt Markierungen bei 4 cm, bei 8, bei 12 und bei 16 cm. Wenn ihr das habt, machen wir das gleiche unten nochmal. Bei 4, 8, 12 und bei 16. Wenn ihr das habt, dann können wir die Markierung auch schon miteinander verbinden. So, dann drehen wir das Blatt einmal und setzen hier oben auch noch einmal eine Markierung bei 3 cm und bei 10 cm. Und was für eine Überraschung, das gleiche machen wir unten auch noch mal bei 3 und bei 10 und auch da verbinden wir die Markierung einmal. Das ist eigentlich jetzt schon die größte Arbeit gewesen, denn jetzt brauchen wir unser Bastelmesser. Ich hole mir mal ganz kurz eine andere Unterlage und dann können wir auch schon ein bisschen was einschneiden. Jetzt machen wir ein paar Einschnitte, die werde ich mit dem Stift jetzt mal markieren, dann könnt ihr das besser sehen. Und zwar schneiden wir einmal hier entlang, dann hier runter und hier noch einmal. Auf dieser Seite auch, da schneiden wir einmal hier entlang. Hier wieder runter. Zack. So müssen gleich die Einschnitte aussehen. Die Mitte bleibt unberührt. Ja, und das mache ich mal eben im Schnelldurchlauf. Ich habe hier ein Lineal mit Metallkante. Ich habe auch das andere hier. Wo ist das denn? Von Action gibt es doch auch dieses eine Metalllineal. Das eignet sich dafür natürlich hervorragend. So müsste das jetzt bei euch ausschauen und jetzt falten wir auch schon. Und zwar legen wir uns am besten ein Lineal an die zweite Linie von rechts gesehen, direkt ran und biegen uns die Geschichte einmal nach oben. Dafür kann man zum Beispiel sich ein Falzbein zu Hilfe nehmen, schön randrücken. Dann falte ich das hier einmal um. So, und das gleiche mache ich auch an der zweiten Linie von links gesehen. Auch hier lege ich mir das Lineal an und falte den Rahmen, sag ich mal, nach innen. Erstmal. Dann klappe ich das um. Streich das nochmal schön. Drüber.
und dann müsste das so bei euch aussehen. Die linke Seite klappe ich jetzt aber nach hinten. So. Ich mache das nochmal. So sieht es aus. Und die linke Seite klappe ich jetzt nach hinten. Streiche noch einmal so ein bisschen über die Falz rüber. So. Und dann seht ihr schon, dann geht das wie von alleine. Dann ist unsere Karte auch schon fertig. So müsste sie bei euch jetzt aussehen. Wirklich super, super einfach. Mache ich viel zu selten. Muss ich öfter mal wieder machen. Sieht aufwendig aus, ist sie aber überhaupt nicht. Und jetzt mache ich mir ein paar Gedanken über die Deko und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht. Ja, kommt auch mal vor. Und habe mir jetzt überlegt, das wird jetzt eine Geburtstagskarte. Denn der Julian, das ist mein jüngster Sohn, ist nächste Woche auf den Geburtstag eingeladen. Dann bietet sich das an. Ein paar Sachen habe ich mir hier schon rausgesucht. Das ist ein Stempelset von Kreativdepot. Das heißt Superhero. Und da nehme ich mir das Happy Birthday raus. Das soll nämlich hier vorne rauf gestempelt werden. Ich hoffe, ich versau das nicht. Weil da muss ich sonst, naja gut, die ganze Karte nochmal machen würde ich eh nicht machen. Dann müsste ich das überkleben. Wir Bastler sind ja kreativ, ne? Wir lassen uns dann eine Lösung einfallen. Ich habe mir nämlich überlegt, der Spruch kommt hier vorne in die Ecke. Nimmt die Kamera auch auf. Ich muss zwischendurch gucken, das wäre sonst ärgerlich. Ich hatte auch kurz überlegt, das mit Musikunterlegung zu machen, aber es bringt ja viel mehr Spaß, mit euch das gemeinsam zu machen. So, Zunge gerade halten. Ist das gerade? Nee, ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch schon einen ganz süßen Frosch koloriert. Zeige ich euch gleich. Schön andrücken. Ja, das sieht schon gut aus. Das darf so bleiben. Ich mache den Stempel schon mal sauber, dann kann das ein bisschen durchtrocknen. Ich sehe das sonst schon kommen, dass ich da drüber wische. Da bin ich nämlich eine Meisterin drin. So. Das ist übrigens ganz normaler Reiniger gewesen. Ich nehme auch oft Glasreiniger. Ich habe auch einen Stempelreiniger da. Das, was ich gerade griffbereit habe. Jetzt haben wir ja alle Zeit der Welt. Die Karte ist fertig. Und ich finde, beim Dekorieren darf man sich gerne ganz viel Zeit lassen. Ist das trocken? Ich habe hier irgendwie was drauf geschmiert. Das kommt bestimmt von meinem Nagellack. Glaube ich jedenfalls. Ich könnte gleich mal versuchen, mit einem Radiergummi darüber zu gehen. Ansonsten kleben wir da was drüber. Und dann habe ich Folgendes mir zurechtgeschnitten. Und zwar 2 mal 11,5 mal 6,5 cm. Das soll dann hier vorne drauf und wenn ich die Karte öffne, auch auf die andere Seite. Dann habe ich mir noch ein kleineres Stück Papier zurechtgeschnitten. Das hat einen halben Zentimeter weniger. Und dann soll das hier oben drauf. Dann könnte man noch ein bisschen was auf die Karte draufschreiben oder zumindest den Namen, also Julians Namen jetzt in dem Fall. Und vorne soll das dann identisch sein, bei mir jetzt auf der Karte. Da wird das dann auch so raufgeklebt. Ja, das können wir gleich mal zusammen machen. Wir fangen mal mit vorne an. Das gestreifte Papier ist von MFT. Ich zeige euch den Block gerne gleich. So. Dann kommt da
hier so rauf. Die Ella ist wieder an der Tür. Hört ihr das? Das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, ne? Ich habe bestimmt noch ganz viel zu erzählen, aber wenn ich hier rumklebe, muss ich mich konzentrieren und dann kann ich nicht reden und kleben. Das fällt mir sehr schwer. Aber man darf ja auch mal miteinander schweigen. So, dann haben wir das schon mal. Da kommt gleich der süße Frosch drauf. Und auf die Seite können wir das Papier auch schon mal kleben, obwohl, da wollte ich ja noch ein bisschen was draufstempeln. Und zwar auch aus dem Set King of the Day. Das finde ich ganz niedlich. Da brauche ich noch mal meine Stempelhilfe. Ja, wenn man roten Nagellack drauf hat, muss man immer so ein bisschen aufpassen mit dem Papier, dass das nicht abfärbt. Jetzt muss ich gerade überlegen, möchte ich das in die Mitte haben? Ja, ich stempel das jetzt. Obwohl, Moment, überlegen. Ja, mittig, oder? Würde ich sagen. Möglichst mittig. Das mache ich ja immer Pi mal Auge. Das ist übrigens mein Stempelkissen, mein Lieblingsstempelkissen. Das gibt richtig schön satt Farbe ab. Ja. Dann haben wir das auch schon mal. Das kann schon mal in die Schublade. Hier sieht das schon wieder aus, sage ich euch. Ihr seht ja nur den Ausschnitt hier. Aber das ist doch cool, dann habe ich schon mal die Geburtstagskarte fertig. Ja, bietet sich ja auch an, ne? Dass man etwas bastelt, was man dann auch gleich gebrauchen kann. Das ist aber nicht immer der Fall. Dann lege ich mir das auf die Seite und irgendwann kommt die Gelegenheit, dass man das braucht. So, weiter geht's. Dann klebe ich schon mal das gestreifte Papier da drauf. Ach, da wollte ich euch den Block zeigen. Mache ich gleich. Ja, ganz gerade ist das nicht jetzt. Das ist dieser hier. Steht da was drauf? Black and White Stripes. Kann man immer gebrauchen. Da bewahre ich auch jeden Schnipsel auf. So, klebt das schon mal. Da kommt gleich der Frosch drauf. Das sollte ja auch schon trocken sein, oder? Ich kann ja noch ein bisschen vorsichtig sein. Dann kommt das Ganze hier mittig drauf. Das ist doch cool. Das ist doch schön.
Jetzt noch der Frosch. Hier muss aber irgendwie noch was drauf. Das gefällt mir nicht mit dem Fleck. Ich muss mal irgendwas ausprobieren. Wo ist denn mein Schmutzradierer? Wo habe ich den denn schon wieder? Ach da. Ja, so ein bisschen geht das weg. Aber dieser kleine Fleck da, ich weiß auch nicht, wie ich das schon wieder hinbekommen habe. Das andere habe ich damit abbekommen, aber da ist irgendwie ein Fleck drauf. Kennt ihr das auch, wo andere dann sagen, wo ist denn da ein Fleck? Ich sehe da kaum einen Fleck. Aber man selbst guckt nur dahin. Das ist wie mit Pickeln im Gesicht. Kennt ihr bestimmt, oder? Also, man guckt die ganze Zeit nur auf diesen Fleck. Blöd. Das ist übrigens der süße Frosch. Der ist von, Moment, Create a Smile. Es kann aber sein, dass es das Set gar nicht mehr gibt. Da bin ich nicht im Thema, sage ich immer wieder dazu. Das sind alles Sachen aus meinem Bestand. Ich kann euch sagen, wie das Set heißt. Sei kein Frosch. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Müsst ihr gucken. Ist ja auch nur eine Inspiration. Ich fand das ganz süß jetzt hier. Das passt ganz gut farblich. Apropos Farbe. Ich habe die Faber-Castell-Stifte verwendet. Die Albrecht Dürer Watercolor Marker. Und zwar habe ich die Farbe 264 für den Frosch verwendet. Dann habe ich die Wangen so ein bisschen rötlich eingefärbt. Und das habe ich mit der Nummer 118 gemacht. Dann habe ich hier noch so eine ganz kleine Mini-Krone gelb angemalt, die kommt da gleich noch oben drauf. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, auf den Augen ist so ein bisschen Kleber drauf. Da habe ich von Nuvo, Moment, wie heißt das Zeug nochmal? Von Nuvo Crystal Glaze verwendet. Das schaut so aus. Sieht man jetzt gar nicht so wirklich in der Kamera. Aber ihr wisst, wie ich meine, das glänzt dann so ein bisschen. So, dann kleben wir das Ganze mal auf, dann kommt da noch eine 11 drauf. Das können wir mal als erstes machen. Ich habe eben festgestellt, dass ich viel zu wenig Zahlenstanzen habe. Das muss ich ändern. So, nee, da ist noch zu wenig Kleber. Da kommt jetzt nichts mehr raus. So. Ich habe schon wieder meine ganzen Hände angemalt, aber das gehört mit dazu. Wie so ein Kindergartenkind sehe ich immer aus, wenn ich hier rauskomme. So, das müsste reichen. Die Zahlen habe ich übrigens mit dieser Standschablone ausgestanzt. Das ist so ein ganzes Teil. Huch. Von Marianne Design, ist aber auch schon richtig alt, steht da eine Nummer drauf, ja hier hinten, COL1418, aber wie gesagt, das ist in einem Stück, aber ich hatte keine anderen, von daher muss man sich da zu helfen wissen. Jetzt darf der Frosch hier noch drauf, das muss ich kurz überlegen. Ja, hier so in die Ecke, habe ich gedacht. So. Das sieht doch ganz süß aus. Jedes Mal geht der Drucker an, wenn ich ein Video aufnehme. Sonst den ganzen Tag nicht, ne?
Der möchte auch anscheinend immer seinen Auftritt haben. So. Oh, die Ella. Ich muss mal ganz kurz die Ella reinlassen. Moment. Osi, dann komm rein. Ja. Dann komm rein. Guck mal, die Nala ist auch im Körbchen. So, jetzt sind wir alle glücklich, ne? Mäuschen? Das sieht doch süß aus. Oh, das finde ich gut. Ach, die Krone habe ich schon wieder fast vergessen. Da muss auch ein bisschen Klebe drauf. Oh, die ist aber auch lütt. Ich bin gleich wieder im Bild. So, muss ich kurz gucken. Kommt hier oben auf den Dötz drauf. So. So sieht das jetzt aus. Und ich finde, da muss man jetzt auch gar nicht mehr viel machen. Man kann sich natürlich die ganze Karte mit Designpapier bekleben. So wie man mag. Kunterbunt oder schlicht. Da muss noch was drauf, da sind wir uns einig. Und zwar kommt da jetzt so ein Enamel-Dot drauf von Kreativdepot. Die habe ich nämlich neu. Ich finde, die passen farblich super dazu. Steht da was drauf? Baby Mint steht da. Enamel-Dots-Motive. Na, da wollen wir mal so einen Stein da drauf kleben. Welchen nehmen wir denn da mal? So einen ganz kleinen, würde ich sagen. Und dann kleben wir den direkt hier drauf. Als wäre nichts gewesen. Und nur einer ist zu wenig. Das sieht komisch aus. Dann nehmen wir noch... Da sind ja so kleine Motive teilweise drauf. Das muss ich mal schauen. Ist da jetzt auch ein Motiv drauf? Nee. Was nehme ich da mal? Ich muss mal ganz kurz das Teil so ein bisschen mehr zur Nase führen. Ihr wisst ja, meine Augen sind ja nicht mehr die besten. Oh, ich nehme da so ein... Ist da was drauf? Kann man kaum erkennen. Ein Herzchen. Hello steht hier. Ach, Hello ist immer gut, ne? Hello kann nicht verkehrt sein. Dann kommt hier noch so ein Hello rauf. Und das reicht mir auch schon. Obwohl, man könnte hier auch noch mal so ein, zwei kleine Steinchen drauf geben. Das sieht auch süß aus. Kennt ihr das auch, wenn man einmal anfängt zu kleben, ne? Ich kann nicht aufhören. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, Ella, ne? Jetzt geht die Geschichte nur andersrum los. Jetzt schnüffelt sie und will wieder raus. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Mausi, oder? Jetzt wartest du kurz, ne? Ja, jetzt wartest du ganz kurz. Dann nehme ich so ein Pfeil noch. Das finde ich gut. Ach, sind die Jungs wach geworden, Ella? Hast du das gehört? Die haben nämlich Ferien und schlafen richtig schön aus. Es sei denen gegönnt. So, das reicht aber jetzt auch. Ich finde, das ist eine süße Karte geworden. Relativ schlicht für meine Verhältnisse, aber ich kann auch mal schlicht. Ja. Und dann kann er vielleicht noch was da reinschreiben. An sich ging es ja auch um das Grundgerüst. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich werde jetzt mal die Ella rauslassen. Und freue mich schon auf das nächste Mal. Ich grüße euch ganz lieb. Bis bald. Tschüss.